Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja, tschau. Von wegen, es ist noch eine Folge. Alles klar. Hier sind wir ja stehen geblieben. Prüfe Kolben und Ringe. Ne? Und wir sind das Flugzeug betankt. Würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Das heißt, wir zerlegen den ganzen Motor. Yay! No. Also erstmal alles hier schön demontieren. Schön sagt cool, damit das dann beschwert. Das ist auch unser. Das gute Stück muss runter. Die Narbe muss runter. Das Stückchen muss runter. Die Propellernarbe muss runter. Die Abdeckung muss runter. Das Stück holen wir auch mal noch sicherheitshalber runter und die Abdeckung auch. Dann sollten wir eigentlich überall dran kommen. Finde ich auch cool, damit das ein Überlass ist. Halt, ne? Wenn zu viel Öl dran kommt, dann wird das einfach hier unten raus. Dann tropft es mal Öl. So. Dann. Okay. Wow. Auch noch raus. Und ab. Jetzt wird's interessant. Da sind jede Menge Schrauben. Ach, halt. Zum Glück. Ach, hey, der macht ja nur die Muttern locker. Ach, hey. Hier Schrauben, hier Schrauben, hier Schrauben. Ach, hey. Ist das ein Haufen Arbeit? Ich glaube, das wird eine extra Folge. Es sind nämlich nur schon 5 Minuten dran am Schrauben aussehen. Ich brauche auch nachher nur 5 Minuten für rein. Oh, wow. So, wir sind noch nicht so. Ach, wow. Beim Expertenmodus hätten wir wahrscheinlich jede Schraube extra komplett rausdrehen müssen. Oha. Aber ist interessant. Meine Mutter hängt quasi. Hier liegt er auf, kann hier arbeiten.
Okay. Sollen die Kolbenringe kontrollieren, ne? Okay, ist der vordere nur kaputt? No. Und hier wieder abschrauben. Also wie? Ich komme hier nachher mit den Schrauben durcheinander. Das wäre echt verheiratet. So einfach machen können. Ne? Sonst war ja alles in Ordnung, ne? Der war in Ordnung. Ja, komm. Wird nur der eine gewesen sein. Ich mach stark davon aus. Schon auch das mal zwei. Muss also ein bisschen da. Weil. Genau. Das da. Er macht die Mutter mit drauf oder was? Kann schon sagen. Mikrofon. Der Arm gerutscht. Ich hatte gleich gewusst, hätten wir hier oben die ganze Arbeit sparen können. Oh wow.
Ich hätte gedacht, die Flieger wären zum größten Teil noch aus Holz gewesen, aber die Herr hat ja schon Stahlkonstruktion oder Eisenkonstruktion. Ist auch ein riesen Reinzylindermotor, ne? Yay! Yeah. Ta-ta-ta-ta-ta. Na 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 na. So. Genau. So, dann noch einmal voll machen bitte. Tankschlauch, geh hier hoch, hau das Hängen da rein und fertig. So. So, jetzt haben wir das Ganze vergessen. Wir kalten und trinken. Alter, echt jetzt? Nein! Also ich habe guck mal nur der vordere kaputt. Oh, Minuspunkte. Yay, Minuspunkte. Yay, Flug mit eingeschränkter Leistung. Okay. Kolben waren alle in Ordnung. War nur der eine kaputt, aber war irgendwo noch drin. Wählen Sie Probleme mit dem inside-igen Zugsystem, Prüfe Kolben und Ringe, repariere Kolben und Ringe. Okay, das Thema ist aber wirklich auf jetzt für das nächste Mal. Ich sag dann auf Wiedersehen, bis dann. Ciao, ciao. Eure PC.